Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Rainbow Six Siege. Mit dabei ist natürlich wieder der Ingalt. Moin Moin. Ja, ein freudiges Betreten und Verlassen im gegnerischen Team. Warum, weiß ich nicht. Ja, irgendwas stimmt wohl gerade nicht. Ja, ich glaube, die jetzt wieder zurückgekommen sind, die haben tatsächlich das Team verlassen, aber sind jetzt wieder im selben gelandet. Also, ist ja auch egal. Sollte jetzt jeden Moment losgehen, wenn die da... Oh, ach nee, wenn Ingalt fertig geladen hat, sehe ich gerade. Eieiei, was ist denn da wieder los? Ja, und so. Ach, sind wieder die Pornos schuld, ja? Ja. Müssen ja auch gerendert werden. Ja, hat einen Moment gedauert, aber dann ging's. Ja, doch, ja, jetzt ist der Ping wieder normal, alles klar. Eben hat es auch einen ziemlich hohen. Ja, guck mal, was da bei denen tut sie ja hier hin und her und dann. Ja. Warum sollte ich der Einzige da schuld sein? Ja, du musst so erstmal die Gegner verarbeiten, ne, auf deinem Rechner. Nicht nur die Gegner, sondern auch noch vieles anderes. 62er Ping. Ich glaube einfach, da könnte der Server wieder down sein. Oder liegt es jetzt wirklich nur noch an dir? Bei den anderen sich auch 2 von 5 Spieler erst fertig. Keine Ahnung. Ja. Ich sollte mir angewöhnen, die Folge zu starten, wenn das Spiel tatsächlich startet. Aber umso länger wird die Folge jetzt, ne? Ich meine, haben wir schon 1,5 Minuten. Und Stuhlknatschen in der Aufnahme. Herrlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich auch nicht. Also wenn das jetzt zu lang dauert, ist jetzt der nächste Teil rausgeschnitten. Und das weiß ich noch nicht. Dum, 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 dum. Eisbergi, auch sehr schön. Your team. Okay, der erste geht wieder. Das war aber eine spannende Runde, ne? Wer hat die stärksten Nerven? Das muss nur der richtige gehen. Vor allem weiß ich ja, dass ich keinen Holz-PC habe. Nö, und dann, ja, der nächste ist raus. Hast du jetzt gut, wenn du jetzt einen Hintergrund was hättest, dann würde dein Ping anders aussehen, ne? Jetzt bist du fertig, siehst du? Da kommt wieder einer. Und die kommen beide zurück. Hä? Das ist eine geile Runde. Ein Kommen und Gehen. Naja, geht doch. Lag vielleicht doch an dir. Und Jungs, wie geht's euch so? Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ja, man kann die ja jetzt noch nicht aufs Dach werfen, ne? Oder? I think not. Doch, geht. Aber nur weil die Fenster hier wahrscheinlich auch offen sind. Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir denn überhaupt? Ein tiefer, okay. Bling. Und packen wir hier noch eine hin. Und dann hoch die Treppe. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das rechtzeitig. 5 Sekunden noch. Sind hier nur 2. Ach ja. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Barrikade errichtet! Barrikade errichtet! Feinde gefunden. Oh. Ach, die kommen übers Dach. Jo. Ash on the roof. Ash on the roof, ne? Ihr sucht jetzt erstmal eine Kamera. Kommen wahrscheinlich jetzt gleich beide über die Seitengasse. Ja, aber da habe ich auch eine Cam. Also einmal die Seitengassen-Cam. Da habe ich jetzt zum Beispiel Bug. Hi, Bug. Auch auf der Terrasse? Nee, auf der Terrasse habe ich nichts. Ich habe hier unten am Mülleimer habe ich eine. Bug, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass es das schon war. Ich kann jetzt genau gucken, wann er ans Fenster kommt. Und die ist genau hinter, die liegt genau in der Ecke hinter dem Mülleimer. Die ist richtig gut platziert. Selten so gut geworfen. Komm, geh ans Fenster, Bug. Ich glaube, kann aber sein, dass er schon aufspringt. Drohne kommt rein. Letzter verbleibender Gegner. Auch ehrlich? Ja, hing wie so eine Pinata darunter. Okay. Guck. Drohne? Hä, der ist auf der Drohne? Schuss!
Schön! Nein, nein, nein! Oh, jetzt gib mir Ach, ja. den Schwarzbart. Habe ich diesen Talion? Du bist kein Mädchen mit diesem Namen. Ich weiß es nicht. Ach, Talion war bei uns im Team. Klaus Mann. Ja, fast hätten sie es geholt. Ach ja. Erdbeerprinzessin. Ja, fast, also das war wirklich, das war... Ach, knapp. Da haben sie die Elite losgeschickt auf jeden Fall. Ja. Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Vollgas jetzt. Ich habe, glaube ich, vergessen, auch mein Mikrofon lauter zu stellen. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher kommen, weil mir ist aufgefallen in den Aufnahmen, dass du viel lauter bist als ich. Aber das war wahrscheinlich das, was du angesprochen hattest. Keine Ahnung, die sind im Keller. Oh, solche Kellerkinder, ja. Und hopp. Hi, Smoke. Castle. Haha. Einer fehlt mir. Wird Valkyrie sein, nehme ich an. Jäger, ich schau. Ah, Brook, ich hab alle. Ich hab alle. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Achso, Kniebeuge. Ach, falsche Seite für mich. Ja. Yep. Kniebeuge im Gurkenfeld. Warum auch nicht? Ja, Rook hat sich auf den Weg zur Treppe gemacht, ne, als wir kamen. Hör ich auch Schritte? Ach, es ist Smoke. Ich glaube, der ist hochgerannt. Ach, ich wurde entdeckt, na klar. Ja, einer ist oben. Hab ihn. Blind durch den Nebel geschossen. Ich bin aber auch wieder konzentriert. Klar für Durchbruch. Dumm, die dumm, die dumm. Ich lade mein Magazin. Hier ist irgendwo ein Sprenghandy. Der sagt Igelkill. Habe ich dir noch Dann gekillt? Dann ich nur mich Oh, Jäger hat mich erwischt. Habe ich Rook noch? Ja, Rook habe ich noch. Okay, klar. Wo ist er? Rook war in der Garage, Jäger ist da drin, ja. Ach ja. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Naja, auf jeden Fall. Endlich tue ich mal wieder was. Ah, Jäger hat mich voll in den Rücken geschossen. Das war nicht okay. Ach, schon Matchball. Ja, wir haben ja aber das vorherige geredet. Ah, ich sehe wieder nichts. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Ist vielleicht Valkyrie? Nee, warte mal, ich muss jetzt mal wen anders nehmen. Ich nehme mal Smoke diese Runde. Kann ich immer nur Valkyrie und Rook nehmen. War kein angemessener Tod für dich. Ja, die Runde werden wir, denke ich, auch gewinnen. 3 gegen 5. Ja, tut mir leid. Dann soll sie sich Leute suchen, die mit denen sie ein Team bilden können. Ja. Alles nicht so einfach. Leute, hier gucken Kinder zu. Ach ja. Sollen sie weggucken? Es lädt wieder bei dir. Kann auch nichts dafür. Jetzt geht's weiter.
Hashtag. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Ich muss Biogefahrgut schützen. Was ist denn los mit den Leuten? Aber zumindest beleidigen sie nicht, ne? Also das ist schon mal... Toi, toi, toi. Ich mach hier den Keller dicht. Nur noch 10 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. 5 Sekunden. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Mach mal was ganz Verrücktes. Du liegst in der Garage? Yep. Alle kommen vom Seiteneingang. Der hier, der ist so ein Fuchs. Der bringt mir nur nichts, weil sie vom Seiteneingang diesmal kommen. Dann sollten sie ja bei mir landen. Da hockt er, da hockt er, da hockt er und ich sammle Punkte. Wo, wo, wo? Ach da. Ja, okay, dann kommen die jetzt gleich zu mir. Aber der dritte ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich kann sie vergiften und noch ein paar Assists sammeln. Dann muss ich wohl wieder hier rauskommen. Weil. Pass auf, ich glaube, im Tresor ist einer. Ach, da kommen sie! Na, ah, schade. Ach, du bist auch down. Ja, aber ich habe wenigstens Bug geholt. Termite kommt die Treppe runter. Nur noch ein. Termite ist tot. Ja, jetzt schon. Habe ich nämlich gerade einen Assist für bekommen. Oh, der ist runtergesprungen. Das habe ich nicht mitbekommen. Naja. Ah, wieder. Relativ locker weggeholt. Gegen eine Minderheit. Ja, gut, das war leider. Ja, gegen drei Leute sind wir besonders gut, ne? Ja, da kill ich auch mal. Also, hier, MVP, was soll ich dazu noch sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.